Ui, ui, ui. Ja, meine Damen und Herren, Paradise Falls ist gefallen. Und diese kleinen Zwerge rauben mir noch die Nerven. Die Nerven. Wir sind raus aus diesem Drecksloch. Mann, das war eine klasse Leistung. Sie haben echt Mumm, Mungo. Von hier aus schaffen wir es alleine, kein Problem. Aber Sie müssen aufpassen. Diese Sklavenhalter-Ärsche werden Sie sicher so schnell nicht vergessen. Ich hab sie getötet. Ich hab sie im Endeffekt getötet. Vorsicht! Vorsicht! Okay. Wollte ich nicht noch. Boah. Das war ein bisschen zu laut. Wir gehen zu Moira zuerst. Hauptsächlich Sachen herstellen. Hauptsächlich Sachen herstellen. Mehr wird es nicht geben. Vielleicht ein Wort. Wir danken Ihnen für alles, was Sie für uns und für das Ödland getan haben. Wir haben zusammengelegt, damit wir uns gebührend bei Ihnen bedanken können. Jeder hat dafür so viel abgegeben, wie er konnte. Bitte nehmen Sie es als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Das ist doch das Mindeste, was... Ah. Ihr habt doch da alle reingepisst, oder? Schmutziges Wasser. Letztes Mal war uns ein Eichhörnchen am Stier. Ah, verdammt. Moira! Ist doch was Besseres zu bieten, oder? Kann ich mir überhaupt noch gucken? Ja, kann ich. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Nur eine, das war's nicht mal wert. Wussten Sie? Was war mit der Mädels? Schauen Sie ruhig. Ah, 308. Vielleicht brauche ich die auch irgendwann mal. Was Gutes. Geben mir was Gutes, was ich brauche. Achtung. Gute Jagd. Ja. Okay. Seid groß, mein Apartment zu zeigen. Mein Haus eigentlich. Das höchste Haus hier. Beste Haus. Natürlich. Okay. Schaut so badass aus. So badass. Ich muss sowieso noch Sachen. Nichts holen und zurechtlegen, bevor wir die letzte Reise hier antreten. Ja, schaffe ich's. Ja. Ein letztes neues Gebräu herstellen. Was habe ich hier noch drinnen? Nehmen wir alles mit. Stunden schlafen und dann zurück nach Little Lamplight. Oh, mich von den Kindern noch mehr bemaulen lassen. Oh, leider kann man sich da nicht durchschießen. Wo wollte ich hin? Da. Das haben wir. Das ist ganz voll. Cool. Ich weiß ja, welche Monster da drin sind. Aufgaben. Ach, verdammt, die Tasten werden immer so. Die Spur wieder aufgenommen. Little Lamp Light. Oh. Das könnte in 2 Stunden fertig sein, das Let's Play. Also wahrscheinlich noch eine Folge nach dieser Folge. Eine Abschlussfolge. Also ich sterbe natürlich. Aber. Wäre bitter, wenn ich jetzt doch sterbe eigentlich. Richtig bitter. Da muss schon irgendwas ganz schief gehen. Wenn man geglitscht bin ich ja schon oft. Keine Ahnung, was währenddessen Glitches passiert ist. Freezes auch. Die Freezes waren ein paar da. Und dann Mr. Gutsy Freeze zum Beispiel. Jo. Sie schon wieder? Habe ich nicht gesagt, Sie sollen verschwinden? Schätze, Sie sind in Ordnung, Mungo.
Kommen Sie herein, aber gehen Sie mir nicht auf den Geist. Oh, das Kind ist durchgeklitscht. Ah, Dog Meat. Vorsicht, Glückwunsch zum Geburtstag, Sticky. Tut mir leid, dass ich deine Party verpasst habe. Ich ja, gehe einfach auch. Durch. Tut mir leid. Ich gehe einfach durch. Und noch ein bisschen chillen, bevor der Fight beginnt. Hallo. Ja. Aus dem Weg. Nicht hier, um mit Kindern zu reden. Nur mit mir selbst zu reden. Oh, so ist noch freundlich. Verdammt, ist das riesig. Ah, und Hooligan. Kann ich nicht mitnehmen. Warum haben die es hier so cool? Noch ein Kind. Weg. Aus dem Weg. Lass mich durch. Wirklich. Ach, da. Oh, was bist du? Bitte. Oh, lass mich doch einfach durch. Lass mich durch. Das ist auf mich so, okay. Wir hatten die Hilfe eines Mungus nicht nötig, um da rauszukommen, wissen Sie? Hm. Aber Sie haben uns geholfen. Daher, danke. Aber jetzt muss ich wieder zurück und mit Princess das Hintertor bewachen. Boah. Da geht keiner von uns hin. Ist echt übel da. Wenn einer was weiß, dann ist es der Bürgermeister. Nein, weil Princess mich immer rumkommandiert und ich nie auf etwas schießen kann. Sie macht sich ständig lustig über mich, weil sie sauer über ihren Spitznamen ist und nichts zu sagen hat und so. Okay. Wenn ich das Spiel auf dem PC zum Laufen bekomme, werde ich mir das Kindertötenmod holen und hoffe, dass ich dann einfach durchkomme. Was ist das? Die G-Red Chamber? Große Kammer. Ich will nur weiter. Ich will nur weiter. Oh, Bürgermeister. Oh Gott, damit. Komm schon, Kinder. Hör auf, mich zu foltern. Wer bist du? Hallo. Bist du der Bürgermeister? Nein, bist Prinzess. Das ist die reinste Folter. Ich hätte einfach durch die Radioaktivität gehen sollen. Und hoffe, dass ich es wieder tue, den Bürgermeister. Hey, okay, ich hoffe, Archie hatte einen guten Grund, sie reinzulassen. Denn bis jetzt sehe ich nur einen Mungo, der uns unsere Lebensmittel wegfrisst und uns in die Scheiße reitet. Oh, super. Vielleicht heißt er ja das nächste Mal eine Todeskralle oder so willkommen und macht sie zum Stadtmaskottchen. Ja, super Sache. Danke, dass Sie sie unverletzt zurückgebracht haben. Vielleicht merken die sich jetzt und sind draußen ein bisschen vorsichtiger. Falls Sie was zu essen brauchen, kommen Sie zu mir. Ich heiße Claire. Und wenn Sie auch nur ansatzweise kichern, mache ich Hackfleisch aus Ihnen. Oh. Warum? Was? Was wollt ihr jetzt? Sag ich, hätte einfach wieder mit ihm sprechen müssen, Dom. Wir sehen uns. Bis später. Sieb. Okay, gehen Sie rein, aber ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Ich bin Sie schon drin. Keine Dummheiten hier, verstanden? Ich dulde keine verdammten Idioten, die hier Unruhe stiften. Gut, weiter so, Mungo. Dort ist es nicht sicher. Nicht mal für jemanden, der so mutig ist wie Sie. Da gibt es Monster. Ja, ich kenne den Weg. Man muss über den Mörderpass. Nicht wirklich eine sichere Strecke, aber die einzige Tür, die funktioniert. Das ist der einzige Weg, der funktioniert, ja. Die andere Tür war schon kaputt, als ich noch nicht mal auf der Welt war. Der Computer ist im Eimer und sogar Joseph kann ihn nicht reparieren. Ich bin der Bürgermeister und kein Babysitter, Mungo. Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht ist er da hinten bei der Tür. Null Ahnung. Sind Sie sicher? Da drin ist es wirklich schlimm. Nicht mal ich gehe gern dort rein, obwohl ich echt Mumm habe. Okay, wenn Sie meinen. Na los, gehen wir das Tor für Sie öffnen, Mungo. Oh. Statt die von Kindern geführt wird. Sehr realistisch. Das sind die Sklavenhändler. Ja, Sklavenhändler sind realistisch im Ödland. Ja, das Realistischste, was es hier gibt in dem Spiel. Aber eine Stadt, die von Kindern geführt wird? Nein. Oh, ist das nicht der Typ, der in Fallout 4 auch zu spielen ist? Ich werde mich den in Fallout 4 holen. Du wirst mich nicht überleben, Mr. MacCready. Nein. Nein, wirst du nicht. Aus Tür. Weg da, aus dem Weg. Na endlich. Na endlich. Oh. Oh, was für ein Dreck. Schau, was wir da drüben haben. Ich habe einen. Nein, wir haben uns. Okay. Mach das Ding weg. Angriff eingeleitet. Wir haben Gesellschaft. Du musst aus der Schussbahn raus. Einziges Gewehr macht nicht mal, was es machen soll. Okay. Was? Ach, komm schon. Ah, schau, Unterstützung für ihn. Die Waffe ist fast zu schwach. Alles gut, dass ich die Frau dabei habe. Ein Stern-Paladin. Ja, ja, ja. Das war's fast mit der Muni wieder. Interessante Toilette. Er ist im Bett gestorben. Das ist ein schöner Tod. War ganz tief in der Granatenkiste drin mit seinen Fingern. Zum Glück. Hm. Habe ich auch nicht viel Muni. Ja. Oh, ich bin nach vorne geglitscht. Okay, weiter, weiter, weiter. Gewehr snipen in der Zwischenzeit. Oh, was für ein Labyrinth. Feinde! Ziel im Blickfeld! Gebiet gesichert! Hopp, hopp.
Okay, können wir chinesisch Sturmgewehr weiter, wenn wir schon so viel zum Reparieren haben. Was eigentlich, wie gut Jerichos Sturmgewehr war im Vergleich zu einem anderen. Jerichos automatisch Shotgun soll auch ziemlich gut sein. Aber wir werden es nie rausfinden. In diesem Let's Play. Na, Gott sei Dank, wir haben es gefunden. Sensormodule. Brauche ich gar nicht mitnehmen, eigentlich. Aber. Es liegt ein fauler Gestank im. Mit den Worten des ältesten Theas. Ein gut ausgerüsteter Bruder tut immer seine Pflicht. Sie hat einfach irgendwelche Sachen mitgenommen. Da. Was macht gut ausgerüstete Schwestern? Aufknacken hier. Ist der F-Boss kriegt dann Dantos blendet in den Hintergrund. Nein. Okay. Doch nicht das Ende. Immer schön darauf achten, wo es Ärger geben könnte. Und weiter. Dann langer Weg auch. Oh, mir kommt vor, ich gehe in den Kreis. Ah ja, nein. Passt. Die Spur wird aufgenommen. Kackis. Offenweise Red Kackis. Feinde! Ich sorge für Deckung! Habe ich gar nichts getroffen. Warum müsst ihr kommen? Wir wissen beide, wo das hinführt. Mutanten. Es ist so langweilig. Es ist so langweilig. Jetzt ist es. Frauenzimmer. Okay. Ja. Kümmere dich um die Mutanten. Habe ich die Quest jetzt nicht mehr ausgerüstet? Ah, Gag beschaffen. Was war das? Sollen wir noch weiter verstecken? Für den Endboss. Ältesten, Ältesten, für den Ältesten. Ältesten Lion! Oh. Rache! Das kann nicht. Was? Brich es zu Ende. Was kann es nicht? Ich habe einen Ersatzkampf hinter. Bleiben wir dabei.
Meine Geduld ist langsam am Ende. Das Spiel ist aus. Sich zu verstecken. Du bist schwach. Cherry Bomb. Yes. Und meine Kronkorkenmine machen, die ich nicht mehr brauchen werde. Endlich. Die Rüstung. Ich sollte ja nicht durchlooten. Suchen wir das Gecko. Gib mir ein Gecko. Ah, Munigranaten. Oh, lecker. Bis jetzt hatte ich noch keinen Crash am PC. Oh. Genau weiß ich ja nicht, wo ich hier hin muss. Immer schön darauf achten, wo es Ärger geben könnte. Ärger? Jedoch nicht. Ah. Impact. Ja. Und Maddox. Maddox. Jetzt soll sich jemand mal auskennen. Oh, oh fast. Nein. Mist. Was jetzt? Hier? Nein, links. Vielleicht ist das eine Abkürzung. Bitte sei eine Abkürzung. Das Ödland wird vergessen, dass es dich je gab. Ich bin auf deiner Seite. Ich hab dir vor einer Minute in den Kopf geschossen. Das Ödland wird vergessen, dass es dich je gab. Ich wurde getroffen. Noch einer für die Bruderschaft. Ja, ja, ja. Ja. Und Mr. Jericho. Oh, Mr. Mist. Mist. Okay, wir sind unsichtbar. Ist egal, ist egal. Ich sammle gerade chinesische Sturmgewehre. Ich krieg mehr chinesische Sturmgewehre als Money für die Waffe. Ich hab doch keinen Platz. Was? Ich habe aufgebrochen. Ach du. Nein, danke. Wasser. Da kommt die Kavallerie. Machen wir mal schnell den weg hier. Oh, das ist ein Blindgänger. Und da explodiert endlich mal was.
er fliegt. Oh, geil. Stimmt back. So viele chinesische Sturmgewehre hier drin. Nein, hier geht's nicht weiter. Vielleicht die linke Seite. Ist schon gelootet worden? Nein. Wir haben so wenig Money. Ja, hier geht's weiter. Verstärkung. Ich habe noch viel mehr. Los, los! Verwundet! Aber Hilfe! Granaten? Nein, das ist zu gefährlich. Machen wir einfach seinen Arm weg. Yay! Aus dem Weg, das Radioaktivität. Ach, ist egal, ist egal. Ist egal, wir sind ja schon im Endgame. Stimpack. Davon habe ich. Ja, Arm weg. Mit was? Mit was? Kann nicht. Du hast ja gar keine Hilfe. Was hast du für mich? Chinesisches Sturmgewehr? Ja. Krankengeschichte. Nein, nicht geschafft. Serpentine? Nein, Mist. Alles, was ich will. Cherry Bomb und Turpentine. Ja, weiter rauf. Das ist wieder ein riesiges Labyrinth hier. Komm schon, Alter. Testlabor, das klingt gut. Ja. Der chillt einfach mal drinnen. Mutanten-Freak. Mit so viel Elan sagt sie das. Nicht geschafft. Ist da irgendwas? Nein. Keine Gegner. Keine Sorge. Chill. Oh. Schaff ich's. Leicht. Aufknacken. Yes. Ich habe hier... Nein, ich greife an. Wo? Was wo? Du schaust in die falsche Richtung, Mädel. Oh. Wie kann es sein, dass der Paladin am schwächsten von allen ist? Komm schon, weiter fighten. Noch einer für die Bruderschaft. Sein, dass sie mir einfach alle Kugeln klaut.
Die Hintergrundgeschichte ist, dass sie hier die Supermutanten erzeugt haben. Durch Radioaktivität. Was denn sonst? Vielleicht schauen dann. Hey. Was ist hier? Mehr Labors. Hässlichen Leiter. Ja, das ist die Hintergrundgeschichte. Kann man sich durchlesen. Verstärkung angefordert. Wo? Ich brauche bei denen hier Hilfe. Sieht gut aus. Das kann nicht sein. Ein echter Mensch? Das kann nicht sein. Was sehe ich da? Einen richtigen, reinen Menschen. Es nicht ohne diesen vulgären Ausdruck. Sicher kam ich in den FEV-Kammern zur Welt, aber ein Supermutant bin ich nicht. Ich bevorzuge die Bezeichnung Metamensch. Passt besser zu mir, oder? Entschuldigung, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Fox. Es stammt von einem historischen Eintrag im Computer. Der Name kommt von einem Mann, der gewillt war, für seine Sache zu kämpfen und zu sterben. Ich hatte das Gefühl, dass es im Hinblick auf meine Lage angemessen war. Ich glaube, bei meiner Erschaffung ging etwas schief und ich entwickelte mich nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Wie alles andere in diesem rudimentären Zellenblock sind auch wir das Ergebnis dessen, was man als fehlgeschlagene Experimente bezeichnen könnte. Ha! Vielleicht. Ich nehme an, es geht um das GEEK. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, wo es ist. Und was am allerwichtigsten ist, ich weiß, wie man es bekommt. Eine Hand wäscht die andere. Ich will hier raus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich schon hier bin. Nehmen Sie mich mit. Dann finde ich das GEEK für Sie. Die Kammer, in der das GEEK aufbewahrt wird, ist dermaßen verstrahlt, dass ein menschliches Wesen keine Minute darin überleben würde. Ich hingegen habe von meinen Mitmetamenschen überraschenderweise eine ziemlich nützliche Eigenschaft geerbt. Ich bin höchst strahlenresistent. Wenn Sie mich hier rauslassen, serviere ich Ihnen das GEEK auf dem Silbertablett. Am Ende des rechts gelegenen Korridors befindet sich ein Wartungsraum. Im Inneren finden Sie die Brandschutzkonsole für den medizinischen Bereich. Lösen Sie dort den Alarm aus, damit ich entkommen kann. Aber Vorsicht!
Durch das Auslösen der Konsole wird ein Notprogramm aktiviert, das alle Genesungsräume im medizinischen Bereich öffnet. Also, wie sieht es aus? Tun Sie's? Yes. Schön zu sehen, dass ich es mit einem vernünftigen Menschen zu tun habe. Und jetzt lassen Sie mich bitte hier raus. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ja, ja, ja. Okay. Ich hoffe, dass wir... Alles klar, Bro. Sehr schwer. Sehr schwer. Dafür werden keine Haarklammern verschwendet. Ah ja. Hier, oder? Was ist eine Granatengelegenheit? Bam, 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 bam. Eigentlich sollte ich mehr Sprengstoffschaden machen. Eigentlich sollte der Mesh. Der steht direkt vor meiner Fresse. Oh. Was ist die Stimpack? Nein, bist du nicht. Wo ist der andere? Niemand kann uns aufhalten. Gebiet gesichert. Niemand kann uns aufhalten, hat er gesagt. Oder er wollte es sagen. Ich glaube, sie glaubt die Waffen von denen. Das ist dämlich. Los, zeig den. Oh, okay. Verstecken nützt gar nichts. Ich habe hier einen, ich greife an. Wer ist das denn? Sid? Nein. Was für ein Psychopath. Alles klar, Entwarnung. Ein wilder Sid greift mich einfach an. Nicht, dass es hier viel Interessantes gab. War andere Leute. Ödländer. Sind die denn da reingekommen? Raider. Sollte auch nicht hier drin sein. Ödländer. Ich gehe mal eine Runde schlafen. Bin echt gerade müde. Das ist eine lange Session gerade. Ein bisschen Editing Power werde ich auch reinstecken. Hey, was geht ab, Bro? Endlich! Die Freiheit! Die wahre Freiheit! Worte reichen als Dank für dieses Geschenk kaum aus. Es ist unvorstellbar, wie lange ich mir diesen Moment schon in Gedanken ausmale. Und er fühlt sich noch besser an als in meinen kühnsten Träumen. Kommen wir jetzt zu meinem Teil unserer Abmachung. Hier lang. Okay. Da haben wir dazu gewonnen. Könntest du dich ein bisschen beeilen, Alter. Und ein bisschen. Oh boy. Angriff eingeleitet. Ich treffe da gar nichts. Jetzt treffe ich was. Na, verdammt, Paladin. Ich habe noch viel mehr. Los, los!
erst langsam warm. Ja, und das war's mit meiner Muni. Ab 9 Schuss haben wir wieder. Ja. Da haben wir noch ein paar Stimpacks. Okay. Lass die Rückzeit. Lass die Rückzeit. Er chillt sein Leben. Er chillt einfach. Feinde! Ich sorge für Deckung! Ich kann mir keine Marionette mehr! Und er ist schon um die Ecke. Kampfflinte? Nein, wissen wir leer. So, jetzt der Kampfflinte. Und die meisten Money. Er sprintet einfach durch. Ja, da gibt's 10. Okay. Wie viel Sturmgewehr hast du mitgenommen? Ja, zeig her die Taschen. Was brauchen Sie? Zeig die Taschen her. Mit den Worten des ältesten Theus. Ein gut ausgerüsteter Bruder tut immer seine Pflicht. Ah, so Psychopath. Sie ist anscheinend ein Messi. Ah ja, okay. Verstehe. Wir wissen bald, wo das ist. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. In diesem Spiel treffen ist fast unmöglich. Sonst nimmt sie es mit. Okay, weiter. Oh. Der Tod kommt mit Riesenschritten. Ich treffe nichts. Gott, damit. Sind die Waffe von ihm weggeklaut. Anscheinend ist es eine gute Taktik, wenn man noch Geld braucht. Also sie nimmt echt alles mit. Mit dem Stimpack rein. Okay, wie weit geht denn das? Ich glaube, jetzt sind wir da. Ja. Okay, ich gehe allein weiter. Hinter dieser Tür sind die Gänge und Hallen voller Strahlung. Ich hole den Koffer und komme sofort zurück. Aber Achtung! Einige meiner etwas eher unterbelichteten Artgenossen könnten auf uns aufmerksam werden. Okay, das heißt, ich muss die Lage hier halten. Habe ich Minen mit? Perfekter Zeitpunkt für Minen. Nein. Ich habe offenbar das Chinesische mit. Ja. Ein bisschen Strahlung. Hier könnten Feinde lauern. Echt? Wo sind sie? Ich dachte schon, dass jetzt solche kommen werden. Oh,
Anscheinend nicht. Hier ist das GEEK. Unser Tauschgeschäft ist abgeschlossen. Hier ist das GEEK. Nun, ich fürchte, unsere Wege trennen sich hier. Ich finde hier schon raus. Keine Sorge. Komm mit mir. Vielleicht sehen wir uns wieder. Irgendwo im Ödland. Ja, was gibt's? Tut mir leid. Ich fürchte, Supermutanten sind in ihrer Welt nicht sehr willkommen. Ich würde wahrscheinlich nur unnötiges Aufsehen erregen und uns beide in den Tod führen. Ach. Viel Glück. Ich kann... Okay. Ich weiß, was jetzt passiert. Wir gehen raus. Was passiert jetzt? Einen schnellen Weg hier raus. Oh, ein langer Weg dann. Ewig lang. Ewigst. Sowas von ewigst. Hier. Right. Okay, dann hacken wir es halt. Rechte Seite. Passt. Ach, Mist. Ah ja, verstehe. Sie wollten, dass ich diesen Weg nehme. Also ich hätte diesen Weg auch nehmen können. In anderen Worten. Platz haben wir. Mitnehmen. Ich probiere es mit Glück. Hey! Das Wertvolles drin. Okay, dann weiter. Ein langer Weg hier raus. Au! Au! Gute Rüstung, Bros. Ziel gesichert, Sir. Gute Arbeit, Soldat. Vergewissern Sie sich, dass das GEEK vollständig gesichert an Bord meines Vertebirds ist. Jawohl. Ich werde die Techniker anweisen, herunterzukommen und das Gerät sofort zu entfernen. Ist er auch sicher unverletzt? Ja, Sir. Er wird in Kürze die Besinnung verlieren, aber wir können ihn wiederbeleben. Sehr gut. Er soll umgehend auf den Transport vorbereitet werden. Sofort, Sir. Oh Gott, damit. Oh. 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 Ihr Schweine. Ah, ich glaube, in der nächsten Szene kann man sterben. So, Sie sind also wach. Machen Sie es sich und mir doch einfach. Sagen Sie mir den Code für den Aufbereiter. Und zwar sofort. Okay, hier kann man sterben. Das heißt, ich mache mal die Episode vorbei. Und gehe mir die Lösungen nachgoogeln. Peace out.